Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter World Iceborne. Ja, das letzte Mal sind wir auf der neuen Insel angekommen und haben ja dabei geholfen, Siliana zu errichten, die wunderschöne neue Basis der Forschungskommission. Und sind jetzt hier, um die Legianer-Wanderung zu erforschen und zu schauen, was eben dahinter steckt oder wer dafür verantwortlich ist, dass die ganzen Legianer hier nach drüben abhauen. Und dafür haben wir das letzte Mal ja dann die nächste Quest bekommen, sage ich mal, dass wir einfach in die Raureifweite gehen sollen und dort nach Legianer-Spuren suchen sollen. Außerdem haben wir ganz zum Schluss das letzte Mal ja noch den Bearer erledigt. Wir waren also auch ein bisschen in den alten Gebieten unterwegs und haben da auch nach dem Rechten geschaut. Und ja, ich würde sagen, wir reden nochmal mit den Leuten hier. Ich sag mal, das sind so die Leute, die jetzt mehr oder weniger ja neu angekommen sind, glaube ich. So mit der zweiten Welle, nachdem wir den Banbaro erlegt haben. Und außer du, die Fährtenleserin war schon von Anfang an da. Aber ja, mal schauen. Du bist nämlich, genau, Argosy und botanische Forschung. Das ist nämlich super, dass die beiden zusammen sind und sehr wichtig für uns. Es hat zwar einige Mühe gekostet, aber jetzt ist hier endlich alles fertig. Höchste Zeit. Mir waren schon richtig langweilig. Nur damit du Bescheid weißt, ich bin ein Ansprechpartner für alles, was die Argosy angeht. Und ich bin außerdem für die botanische Forschung zuständig. Wie auch immer. Oh, nur damit Bescheid weißt. Der Chef ist in das Terra Mind. Er habe eine mutige Quest für eine mutige Jägerin. Was auch immer das bedeuten mag. Sagt, dass er die Erntetruhe erweitern möchte. Kümmere dich einfach um die Quest Grüße aus der Tundra. Ich glaub an dich. Ich werde dafür sorgen, dass du alles bekommst, was du brauchst. Schau einfach vorbei, dann kümmere ich mich drum. Okay, liefere 20 junge Pestwurz. Was? Okay. Die muss es wohl irgendwo in der Tundra geben. Interessant. Aber schön. Das können wir auf jeden Fall machen. Aber solche Quests werde ich dann wahrscheinlich im Livestream bloß angehen. Ich kann übrigens sagen, wenn diese Folge rauskommt, dann wird an dem Abend ein Livestream kommen. Denn die Folge kommt am Freitag raus. Und Freitag streame ich dann das erste Mal Monster Hunter World Iceborne. Und da werden wir uns eben auch genau um solche Sachen kümmern. Wie so eine Quest, weil, ja, jetzt durch die Wildnis rennen und Pestwurz sammeln. Ich könnte es zusammenschneiden, aber das wäre auch komisch. Deswegen, ja, wird das wahrscheinlich so eine Stream-Sache sein. Gucken wir mal, ob es sich nun um Argosy-Importe oder den Anbau von irgendwas bei der botanischen Forschung handelt. Komm einfach zu mir. Das klingt doch sehr gut. Hey, wir haben da noch... Oh Gott, Teufelspest. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, wir haben sehr viel Teufelspest gebraucht, ja. ja, gut, ne? Die Frage ist, was brauchen wir denn jetzt? Keine Ahnung, Mandragoras haben wir ein paar. Ist eine Weile her, dass ich das hier mir so durchgeschaut habe, muss ich sagen. Sieht alles soweit ganz gut aus. Ich meine, Honig kann man eh nie genügend haben. Bitterkäfer können wir mal statt den Götterkäfer nehmen. Ja, weil Götterkäfer, ja, 88 passt schon. Dann tun wir die Götterkäfer hier noch rein. Weil ich denke, dass wir jetzt so schnell keine Teufelspest mehr brauchen. Mal gucken. Und dann können wir hier das Lockmittel-Gelee nehmen. Klingt gut. Perfekt. Den Beschleuniger hätten wir auch, beziehungsweise den können wir ja das nächste Mal nehmen. Okay, Argosy ist auf See, wunderbar. Dann können wir hier noch nach den neuen... Gibt es da überhaupt neue oder sind das noch die alten? Keine Ahnung. Das ist jetzt nicht täglich, sondern wöchentlich, nicht wahr? Hey, in 4 Stunden läuft's aus. hups. In 4 Stunden müssen wir also 2 gehärtete Monster, 2 Fischwibbern und 3 Quests in der Raureifweite machen. Und irgendwas, was wir nicht mal kennen. Na, großartig. Gut, das werden wir wahrscheinlich nicht hinbekommen. Aber passt. Dann haben wir da leider nicht unbedingt was Neues. Aber egal. Reden wir nochmal mit der Siliana Verschmelzita. Dann noch mit der Fährtenleserin und dann gehen wir los. Tut mir leid wegen der Verzögerung, Jägerin. Es hat etwas gedauert, aber der Verschmelztiegel ist jetzt hier und ich bin bereit wie eh und je. Wir können also jetzt loslegen. Wie Jungspunde immer sagt, ich schmelze jeden Käse. Okay. Ach, und mit Stromstein kannst du jetzt interessante Sachen machen. Probier es mal aus, wenn du dabei bist. Okay. Achso, Ritual des ersten Vivanianers. Habe ich auch noch nie gemacht, ne? Um neue Dekorationen herzustellen.
Atom, Korallenmachwerk, seltsamer Strom. Aha. Schmelze einen bewerteten Stromstein zu einem krummen Feenstein. Bis zu 3 gleichzeitig. Ach so. Okay, interessant. Es braucht eine große Belobigung. Aha. Gut, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Da kommt wahrscheinlich auch bloß viel Schrott dabei raus. Schätze ich mal, wie... Ja, wie bei den meisten Sachen, ne? Hey, wir können uns hier Mutagen holen. Krass. Und einiges anderes an tollem Zeug. Aber es wird wahrscheinlich alles nicht mehr so interessant sein jetzt hier in Iceborne. Mal gucken. So, drehen wir noch mit der Fährtenleserin. Hey. Ah, da bist du ja. Bist du bereit? Ich bin auf dem ich bin auch auf dem Weg in die Weite. Ich jage etwas. Es gibt keine Garantie, dass ich es finde, aber ich will es versuchen. Übrigens. Ach, wo wir uns gerade sehen. Hier ist ein kleines Geschenk von mir. Du sollst ein paar von denen mitnehmen. Wir sehen uns dann auf der anderen Seite. Heiß Getränk, yes, dankeschön. Aber ich habe schon genügend dabei gehabt. Deswegen, naja, trotzdem nett. So, wir sind ziemlich voll mit Gerümpel. Was wir hier definitiv nicht brauchen werden, sind Kaltgetränke. Das ist, ich glaube, das ist mal relativ klar, dass uns hier nicht so schnell heiß wird. Also wir fallen irgendwie in eine sehr heiße Quelle oder so. Was ich aber mitnehmen kann, ich meine, es ist jetzt natürlich keine Garantie, dass wir auf ein Monster stoßen, aber irgendwie habe ich so das schlechte Gefühl, dass das passieren wird. Deswegen nehme ich mal ein paar Fallen und ein paar Beruhigungsbomben, mit. Damit wir mal ein paar Monster fangen können, weil erstens könnten die wieder in Arenen, also in der Arena dann auftauchen. Das war ja im Low and High Rank auch schon so. Und zweitens ist es oft einfach angenehmer, die Monster dann einfach einzuschläfern, statt sie noch zum Ende zu erledigen. Ich schätze also mal, dass wir gerade so bei ein paar neuen Monstern das machen werden. Und ja, dann würde ich sagen, brechen wir zur nächsten Expedition auf, aber bitte mit einer anderen Waffe. Das ist, was auch immer da draußen auf uns wartet. Ich will es nicht mit dem Hammer bekämpfen. Wir können mal die Barrel-Forschung abgeben. Und die Banbaro-Forschung, genau. Damit wir den auch mal kategorisiert haben. Wo haben wir hier eine Kiste? Ich habe keine Ahnung. Da hinten? Achso, das ist bei der Schmiede, nicht wahr? Ich muss mich hier echt erstmal ein bisschen zurechtfinden. Ist das... Ach, da! Oh, ich stand direkt daneben. Okay. Ich will ganz gerne wieder, später spielen wir mal mit vielen anderen Sachen, aber im Moment will ich ganz gerne wieder mit Insektenlefe spielen, weil ich das einfach sehr gerne tue. Und ich muss sagen, Feuer ist halt einfach eine sinnvolle Idee, nicht wahr? Also, so schnell wird uns wahrscheinlich nichts über den Weg laufen, was einfach, was einfach stark gegen Feuer ist. Mal gucken. Ich nehme aber die Rattalusk-Liefe wieder mit. Schauen wir mal. Wie gesagt, wir werden definitiv was anderes spielen, aber jetzt steht mir der Sinn gerade eben auch nach Glefe. Und außerdem steht er mir nach ein bisschen Essen, damit wir da nicht direkt umfallen. So. Gemüsegericht? Naja. Komm, nehmen wir das da. Sind wir irgendwie auf der sicheren Seite. Da haben wir wenigstens Gesundheit und Ausdauer hoch. Dann müssen wir da nicht noch zusätzlich irgendwas futtern. Und naja, ich hoffe mal, dass es ja nicht ganz so schlimm kommt. Mal schauen. Brechen wir auf und schauen, was es so zu tun gibt. Oh, ein Fragezeichen-Monster. Ob es dasselbe ist wie das letzte Mal oder ob es etwas Neues ist, das werden wir gleich sehen. Vielleicht werden wir das sehen. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Na, sieh mal, wer da ist. Du bist ja hier. Ich wusste gar nicht, dass du schon losgezogen bist. Schätze, ich wurde etwas hibbelig. Okay. Lasst mich raten. Ihr jagt immer noch diesen Legianer nach? Jawohl. Wir werden unser Bestes geben. Ich habe meine eigene Untersuchung, an der ich arbeite. Wir können später Notizen vergleichen. Deshalb überlasse ich diese Legianer euch beiden. Okay, gut. Dann machen wir jetzt aber mehr oder weniger gemeinsame Forschung. Find ich gut. So, Heißgetränk ganz schnell. Wir wollen ja nicht, dass uns hier kalt wird. Die Frage ist natürlich... Oh,
Nun gut, ich sollte mich auf den Weg machen. Okay, wir auch. Ich gehe in diese Richtung. Wir sehen uns. Okay, lass uns diese Legianer-Spuren finden, Partnerin. Es gefällt mir nicht, dass sie in Richtung Höhlen geht. Das ist keine gute Richtung. Okay. Oh, es ist jetzt auch schön, dass es hier so langsam Abend wird. So, wir nehmen mal Steinchen mit. Sie führen wohl in diese Richtung. So, gut. Alte Fußspuren und Bannbarow-Fußspuren. Wir sind auf dem rechten Weg. Äffchen. Achso, das sind die Perlquellen-Makaks. Wo bist du denn schon hin? Okay. Schnappen hier noch die ganzen alten Fußspuren. Gut, den Käfer nehmen wir später mit. Wir müssen die Wildexpertin schnappen. Ist das nicht eine Sackgasse? Oh, nein, ist es nicht. Stimmt ja. Sackgasse. Ja, ich glaube nicht, dass wir hier weiterkommen. Ich sehe da doch drüber. Schauen wir uns weiter um und sehen wir, was wir finden. Okay, wir brauchen bloß ein Bannbarow, dann ist das kein Problem. So, ich nehme das noch mit hier. Aber sie sind auf jeden Fall hier entlang geflogen, sage ich mal. Oh weh. Na, mal schauen. Gut. Sehen wir, was dort ist. Wo ist dort? Okay, in diese Richtung. Ich weiß irgendwie ziemlich genau, was da ist. Mal gucken. Wie gesagt, gerade mit dem Sonnenuntergang ist echt schön hier. Wow, das wird hier richtig weiträumig. Oh Gott, uns verfolgt ein Vulk. Geh weg. Lass uns einen Blick riskieren. Oh nein, nicht in die Höhlen. Die Musik wird schon so dramatisch. Komm her, Käfer. Na, verdammt. Ja. Hast du das? Hat sich da oben gerade etwas bewegt? Wo, was, wie? Was siehst du? Mach mir keine Panik. Hier sind bloß Pinguine. Pinguine! ach, da. Da hinten ist doch auch eine Sackgasse. Oh je. Wo hast du dich da wieder reinmanövriert? Warte, ist das ein erster Viverianer? Fragen wir nach den Legianer. Der arme Kerl, wieso steht der da in der Kälte? Und wie lang steht der da schon? Oh je, okay. Mal sehen, ob er uns irgendwas sagen kann. Ey, hi. Welch seltener Anblick. Ihr kommt nicht oft Besuch vorbei. Seid ihr Freunde vom einsamen Stern? Ihr sucht etwas? Verstehe. Hier werdet ihr nichts finden. Sucht unten. Die kennen den Geruch. Folgt ihnen. Vielen herzlichen Dank. Aber wo genau ist unten? Das wollte ich gerade auch fragen. Unten ist eine großartige... Die Speerkäfer fliegen runter in diese Höhle. Eine großartige Wegbeschreibung. okay. Gut, in die Höhle. Warum führen die Speerkäfer jetzt in die Höhle? Speerkäfer, hört auf damit. Hier sind keine Legianer in der Höhle, das weiß ich. Da unten hat sich irgendwas anderes bewegt. Was ist das? Hä, da war doch gerade was. Was ist das? Was glaubst du, untersucht die Fährtenleserin? Ich habe keine Ahnung, ich habe irgendwas Interessanteres gefunden. Verdammt. Sie hatte wohl ihre eigenen Gründe, hierher zu kommen. Was war das? Und warum hing es an der Wand? Sie ja bereits von der Existenz der Hinterlande. Möglich? Die weiß so einiges, glaube ich. Okay, wir sind in der unterirdischen Höhle. Wir sind unten. Jetzt müssen wir bloß die finden. Meint er damit diese schleimigen Dinger? Muss ich irgendwie noch einsammeln. Wie gesagt, keine Ahnung, was es für Dinger waren. Okay, auf den Geysir sollten wir nicht unbedingt so sehr rumstehen. Also weiter in die Richtung. Okay, wir kommen hier definitiv sehr tief in die Höhlen. Das gefällt mir nicht. Wen haben wir hier? Hä? Lustig, dass ihr hier auftaucht. Ja, wir haben Spuren gefunden.
und sind den Spähkäfern nach. Oh, in diesem Fall haben wir wohl denselben Weg. Oh. Bist du dir sicher? Ich meine, außer dieser Öffnung gibt es keinen anderen für uns erreichbaren Ort. Ich würde mich ja umsehen, nur... Das wird wohl warten müssen. Stets bereit. Du, komm mit. Jawohl. Sei vorsichtig, Partnerin. Oh weh, er jage einen Viper oder einen Viper, Tobi Kadachi. Okay. Du siehst definitiv fies aus. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er... Haha, blöd gelaufen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er feueranfällig ist. Oh, 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 okay. Das ist auch ein Monster, von dem ich bisher auch bloß so teilweise gehört hatte. Sieht aber sehr, sehr cool aus. Das war schon zu dem Zeitpunkt... ich glaube, der wurde zu dem Zeitpunkt released, wo ich dann schon in... naja, wie soll man sagen? In der Pause war. Aber wie gesagt, sieht richtig cool aus. Sehr, sehr schönes Monster. Tobi Kadachi war ja schon allgemein schön. Au, verdammt. Aber er hier ist richtig toll. Ich frage mich bloß, was... er hat bisher noch kein wirkliches Element gezeigt. Ich bin gespannt, was er für ein Element hat. Sieht aber auf jeden Fall von der Färbung her sehr cool aus. Oh, Hilfe. Oh, Gift. Okay, zumindest Blob ist vergiftet und gelähmt. Warte, was? Das Gift wird sich in Windeseile durch deine Venen fressen. Nimm schnellstmöglich ein Gegengift. Oha. Oh, ja, das ist richtig starkes Gift. Holy. Ja, ne? Das ist dezent uncool. Vielen Dank für die Warnung. Ist ihr Gegengift? Ja, okay. Ich bin tot, ne? Ich bin sowas von tot. Ja. Wow. Ah, ich hätte vielleicht Megatrank schlucken sollen, aber... Ach Gott, wie blöd, ne? Jetzt hatte ich die Gegengifte ja erst nicht dabei. Ja gut, hier sind natürlich auch keine drin. Wir können jetzt natürlich die Quest abbrechen und könnten nach Hause gehen. Und uns dann richtig vorbereiten. Problem ist aber halt auch, ich weiß jetzt nicht, welche Schwäche er eben hat. Ich müsste auf jeden Fall Gegengifte mitnehmen. Essen kann ich noch nicht. Ach, das ist gerade eben alles blöd. Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal schnell zurück, bereiten uns richtig vor. Wir haben ihn nur gesehen. Das wird nicht reichen, um zu wissen, was er für Schwächen hat. Ich hoffe mal, dass es Feuer ist. Ich sag's mal so. Und würde sagen, dass wir die Expedition beenden. Es ist blöd, das zu machen, aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt halt schon eh so blöd draufgegangen sind, es macht fast keinen Sinn, jetzt weiterzumachen. Das ist halt das Problem. Deswegen, ja, machen wir es mal so. Wir gehen zurück, jagen den Tobi Kadachi dann über die Quest und haben dann auch alles beisammen. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll.